Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem wir uns wieder mal die spannendsten Karten der Welt anschauen. Lass uns auch heute keine Zeit verlieren und starten wir direkt ins Video rein. Auf der ersten Karte heute sehen wir die beliebtesten Souvenirs der verschiedenen Länder Europas. Alles sehr klischeehaft, aber doch ziemlich interessant. Starten wir zunächst mit Deutschland, wo es, wie wäre es auch anders zu erwarten, das Bier ist. Damit ist Deutschland das einzige Land, in dem es das beliebteste Souvenir ist, obwohl Bier ja in anderen Staaten wie Tschechien und Österreich ebenfalls sehr gerne konsumiert wird. In Tschechien sind es aber die Marionetten und in Österreich die Mozartkugeln. In der Schweiz sehen wir dann die Schokolade, die auch das beliebteste Mitbringsel aus Belgien und Irland ist. Aber auch weitere Klischees werden hier bestätigt. So sind es zum Beispiel die Clogs, die Holzschuhe in den Niederlanden, Lego in Dänemark und ein Regenschirm aus Großbritannien. Aber wir sehen auch noch weitere alkoholische Getränke auf der Karte. Darunter Wein in Zypern und der hochprozentige Palinka in Ungarn. Auch auf anderen Kontinenten wird es sehr klischeebelastet. So ist es in Kanada der Ahornsirup, in den USA Süßigkeiten und in Mexiko die typischen Masken. Und in Australien ist es zum Beispiel der Boomerang und in Neuseeland der eine Ring aus Herr der Ringe. Doch damit kommen wir zurück zu Europa und schauen uns ein ganz anderes Thema an. Es geht darum, wie viel Prozent des Jahres der Himmel bedeckt ist. Das heißt, wo haben wir meistens eher schlechtes, bewölktes Wetter und wo scheint häufig die Sonne? Insgesamt ist es in den meisten Ländern mehr als 50% der Zeit bedeckt. Lediglich einige Ausnahmen finden wir ganz im Süden. Das Land mit den meisten Sonnenstunden ist dabei Zypern, wo der Himmel nur im Durchschnitt 30-34% der Zeit bedeckt ist. Danach folgen die Türkei und Griechenland und später dann Portugal und Spanien. In Italien sowie einigen Ländern des Balkans wie Albanien, Kroatien oder Montenegro pendelt sich der Wert dann ungefähr bei der Hälfte ein. Und in allen anderen Ländern sehen wir schon deutlich mehr Wolken. In Deutschland ist der Himmel im Durchschnitt zu 70-74% bedeckt. Immerhin in Österreich und der Schweiz ist es da schon etwas besser. Und die höchsten Werte sehen wir dann in Skandinavien, besonders in Norwegen sowie in Irland und in Island. Dort ist quasi permanent schlechtes Wetter. Man würde denken, dass dort dann der Alkoholkonsum besonders hoch ist, doch auf dieser Karte sehen wir, dass das gar nicht der Fall ist. Wir sehen hierbei, wie viel Prozent der Erwachsenen eines Landes auf täglicher Basis Alkohol konsumieren. Und hier sehen wir auch eine starke Kluft zwischen Nord und Süd. Die niedrigsten Werte sehen wir in den nordeuropäischen Ländern wie Island, Norwegen, Schweden sowie im Baltikum. Der niedrigste Wert ist dabei in Litauen mit nur 0,8%. In Deutschland, Österreich und Tschechien steigt diese Anzahl dann schon an und bewegt sich bei 5-10% der Bevölkerung. Dennoch sind diese Länder, obwohl es ja eigentlich dem Klischee entsprechen würde, hier nicht auf den vorderen Rängen. Diese werden nämlich allesamt von südeuropäischen Ländern belegt. Dabei hätten wir Italien mit 12,4%, Spanien mit 13,5% und den absoluten Spitzenreiter Portugal mit einem unglaublichen Wert von 21,4%. Das heißt, mehr als jeder Fünfte trinkt dort jeden Tag Alkohol. Interessant ist auch, dass Polen einen doch so niedrigen Wert hat. Ich denke, wir müssen hier klar unterscheiden zwischen täglich konsumiertem Alkohol und gesamtkonsumiertem Alkohol. In vielen südeuropäischen Ländern wird zwar häufig Alkohol getrunken, allerdings eher in kleinen Mengen, zum Beispiel mal ein Gläschen Wein am Abend. In den anderen Ländern wie Deutschland, Polen oder Tschechien wird zwar nicht so häufig getrunken, wenn dann aber getrunken wird, dann ordentlich. Und dementsprechend entstehen dort auch die hohen Gesamtkonsumraten. Und damit kommen wir zum letzten Thema, in dem es um die beliebtesten Videospiele der Welt geht. Die Daten stammen dabei aus dem Jahr 2021 und wir sehen für jedes Land das beliebteste Videospiel. Und der große weltweite Spitzenreiter ist dabei auf jeden Fall Minecraft. Auf fast dem gesamten amerikanischen Doppelkontinent, in großen Teilen Europas, Asiens und in Australien ist es der absolute Spitzenreiter. Und das, obwohl das Spiel bereits 2011 herausgekommen ist. Doch in einigen Ländern Europas sehen wir einen anderen Spitzenreiter, nämlich Fortnite, das in Ländern wie Frankreich, Italien und Portugal ganz vorne ist. Nordafrika, der Nahe Osten und Indien wird dabei ganz klar von PUBG dominiert. In China sehen wir dann Genshin Impact und in Taiwan League of Legends. Besonders Afrika ist aber am differenziertesten, dort können wir keinen klaren Sieger ausmachen. Neben den bereits erwähnten Spielen Minecraft und PUBG sehen wir nämlich dort auch viele Länder, in denen GTA führend ist und einige Länder mit FIFA. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welches Spiel bei euch auf Platz 1 kommen würde. So, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch unbedingt noch die letzte Folge an. Viel Spaß dabei und ich sag ciao.